Ich wechsle aber trotzdem lieber mal auf Eiszauber, so. Genau. Ah, ich ziehe mich mal dezent zurück, wollte ich sagen. Das ist nicht so toll. Okay. Was für Möglichkeiten habe ich? Einfach vorweg wegzurennen oder so schnell wie möglich zurückzurennen, um da rauszukommen. Ich probiere es erstmal mit dem Weg zurück. Du hast, ich habe ich ja gesagt, stelle ich auf Eis um. So. Weil auch wenn ich die Gräber jetzt geöffnet habe, es kommt trotzdem jede Menge Untote. Genau. Weg mit dir schnell. Okay, das kann schon mal nichts werden. Ja, das wird irgendwie nichts. Mist. Okay, was für Möglichkeiten hätten wir noch? Wir könnten in die Grube runterspringen und hoffen, dass sie uns da nicht runterfolgen. Oder wirklich den Weg vorwärts wählen. Weil sie sind schon nicht leicht auf die leichte Schulter zu nehmen, wenn man auf engem Raum mit ihnen kämpft. Wenn man tanzen kann mit ihnen, sind sie recht relativ harmlos, die Viecher. Die Untoten, die Ghule. Oder wie auch immer. So. Vorbei an dem Ding. Hier könnte ich tanzen. Aber nur wenn nicht mehr als zwei kommen. Oh nein. Nein, 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 nein. Nicht so toll. Okay, da gehen Türen. Auf. Beziehungsweise Portale. Ah, das war doch weniger gut. Hier unten sind nämlich noch mehr von denen. Ja. Ich würde dich gerne stunnen, wenn ich könnte. Genau, danke. Ihr trinkt mal beide was. Du trinkst am besten noch mal gleich was. So. Kurz rasten, in der Hoffnung, dass nicht gleich noch einer kommt. Und dann werden wir uns erstmal den Weg zurückerkämpfen müssen. Bei zwei sind wir schon mal los, aber das waren ja nicht die einzigen. Nein, da kommt auf jeden Fall noch mal einer.
Okay, mit einem können wir tanzen. Solange es bei dem einen bleibt. So. Und so. Da hinten kommt aber doch gleich noch mal einer. Komm her. Mit einem können wir, wie gesagt, tanzen. Und am besten ihn auch doch den Weg blockieren lassen. Au. Blöde Weapon, seit ich ständig gejammt. So. Den einen da kriegen wir auch. Wenn jetzt ein zweiter kommt, haben wir ein Problem. So. Ja, einen können wir ausbalancieren. Die brauchen nämlich zum Glück ziemlich lange, um sich zu drehen. So. Und wenigstens treffen wir sie auch gut. Gut. Noch einer weg. Ich nutze mal das Ding hier als kurze Schutzmaßnahme. Um mich hochzuheilen. Und da ist einer hungrig. Gib mir mal das Rattenfleisch, auch wenn das nicht viel bringt, aber wenigstens etwas. So, neue Pilze und alles ist gelagert. So, dann gucken wir mal kurz, ob der Weg nach draußen wieder frei ist. Und zwar gucken wir uns etwas genauer um. Aber er sieht frei aus. Wenigstens etwas. Höchstens da draußen ist noch einer. Nein. Das heißt, wir können uns jetzt hier viel ruhiger umschauen. Ja, da hinten ist noch die Todesgrube. Da ist ein Knöpfchen. Und da ist... Er weigerte sich zu sterben. Der klingt ja mal interessant. Ein Schädel. Mal wieder. Also das hier sieht komisch aus. Hä? Okay, kann ich da was drauflegen? Ja, kann ich theoretisch. Achso, du schießt da. Da geht's runter. Okay. Da müssten wir wahrscheinlich Steine rüberwerfen. Oder einfach rüberschießen. Um die Sachen kaputt zu machen, ne? Ja. Okay. Ah ja.
Gut. Okay. Jetzt kriege ich wenigstens beide Pfeile wieder. Und habe wieder neue Untote aufgeschreckt. Nur den einen hoffentlich. Ich hoffe mal wirklich nur den einen. Na komm her und stirb einfach mal. So, genau. Ah, nein. Noch einer. Oh, noch mehr. Aber die kommen wohl von der anderen Seite nicht an. Also ja, da lang geht's weiter. Da lang geht's weiter. Scheinbar. Ah ja. Dich loswerden, bevor dein Freund kommt. Den ich da hinten schon gesehen habe. Genau. So, da ist dein Freund auch schon. Hier ist überall zu eng zum Tanzen. Da können wir tanzen. So. Immer noch jammed. Ja, genau. Schieß endlich mal mit deinem Revolver und triff auch bitte mal. Genau, wenn der nicht immer ständig jammed wäre, dann kann er damit so verdammt viel Schaden raushauen eigentlich. So, fertig, weg mit dir. Dann sammeln wir kurz die Pfeile auf, die wir so haben. Du isst mal Käse. Ups. Das wollte ich eigentlich nicht. Oh. Jetzt muss auch noch so einer kommen hier. Unbedingt. So, alles aufsammeln. Dann bitte wieder eins nach oben. Jetzt habe ich vergessen, den Dietrich da unten einzusacken. Okay, wer hat jetzt Fußlahm? Du hast Fußlahm. Das ist nicht so schön. Ich wollte den Dietrich hier haben, bitte. Wer ist das Gebiet denn? Wormbound Catacombs. Okay. Und ich höre hier komische Geräusche hinter den Wänden. Deswegen mache ich mich jetzt erstmal wieder dünn. Also ja, ups, so weit weg. Wir haben das Gebiet hier noch. Wir hätten noch das Gebiet da oben. Aber da ich jetzt hier alle mit Knochenbrüchen habe und so weiter. Und es immer wieder Zeit ist für einen Cut. Schleppe ich mich mal kurz zum blauen Kristall zurück. In der Hoffnung, dass nicht noch mehr Untote kommen. So, lad meine Knarre mal durch. Und speicher. So. LP 06
7 speichern. Und dann sehen wir uns gleich wieder.